vor allem diesen jüdischen Begriff, offenbar aus der Bibel übernommen, Gerechten unter den Völkern, immer so spaßig, obwohl er ziemlich ernst gemeint ist und auch diejenigen, die ihn verdient haben, nicht geschmälert werden sollen, aber eigentlich kann ein Gerechter unter Völkern nur derjenige sein, der mit gnadenloser Skepsis, Wahrheit, Liebe und unkorrumpierbar die dasjenige auszusprechen und zu benennen wusste mit seinen Mitteln, von mir ist auch mit den Mitteln der Jokaste, den Mitteln der, nicht der Sprache, sondern des Kusses, und zwar beider, immer beider, jeweils sich Bekämpfenden und den anderen in scheinbare Unrecht setzenden Positionen, obwohl beide für sich niemals der Täter sind. Und innerhalb der Dialektik beide die Opfer und Verlierer und nicht die Gewinner sein werden. Das radikal und gerecht vor sich selber und unkorrumpiert und unzensiert mutig immer ausgesprochen zu haben, das kann nur nicht ein Gerechter unter den Völkern, sondern ein Gerechter unter den vielen oder allzu vielen gewesen sein.